Dankeschön. Also, ein Hemd habe ich noch. Und zwar in den Vereinsfarben meines Lieblingsfußballclubs. Was denn? Was haben Sie? Bitte? Wie falsche Farbe? Mein Lieblingsclub, nicht Ihr Lieblingsclub. Mein Lieblingsclub, Alemannia Aachen. Bin in Aachen aufgewachsen, wenn es recht ist. Und was Sie vielleicht nicht wissen, Alemannia war vor 35 Jahren deutscher Vizemeister. Und weiter hat Leverkusen es bis jetzt auch noch nicht gebracht. Vor einigen Jahren sagten meine Frau und ich, jetzt ist es an der Zeit für das Trippel die Trappel kleiner Füßchen. Also haben wir uns einen Hund zugelegt. Naja, es macht nicht so viel Umstände und es sind auch mehr Füßchen. Und zwar haben wir zu einem Yorkshire Terrier gegriffen. Hier wie die Daisy vom Moshammer, wissen Sie? Erinnern Sie sich noch an Moshammers Gesangsdarbietung bei der Grand Prix-Vorentscheidung? Sofort noch ein Knaller, oder? Ich glaube, unter dieser Hochfrisur schlummert ein größerer Dachschaden, als wir alle befürchten. Ich habe mir schon überlegt, der Moshammer könnte doch prima den Daniel adoptieren. Dann könnte er ihn immer schick machen und im englischen Garten ausführen, das wäre doch schön. Gut, Daisy würde sich vielleicht das Leben nehmen. Das wäre schade. Weil das, nee, das sind tolle Tiere. Das sind ganz tolle Tiere. Da kommt man in jede Ecke mit. Das ist. Und das ist auch der ideale Kamerad für jemanden wie mich, den man jetzt nicht als fanatischen Spaziergänger bezeichnen kann. Ich habe die Töle einfach morgens aus dem Fenster gehalten und mal so herzhaft ausgedrückt. Ja! Ja, jetzt war das dummerweise auch die Zeit, wo ich mit Krafttraining angefangen habe. Ja, das war's dann für Sie. Nein, das stimmt nicht. Die Wahrheit ist, sie hat einen Polizeiwagen umgeworfen und musste eingeschläfert werden. Jedenfalls sagte meine Frau dann, komm, jetzt lass uns einen großen Hund nehmen als Wachhund fürs Haus. Haben wir einen Dobermann genommen. Sehr guter Wachhund. Sehr guter Wachhund. Hat lange Zeit mich nicht ins Haus gelassen. Und ich habe überlegt, was hat der Köter gegen dich? Bis wir drauf kamen, es war einfach so, meine Frau band ihn immer außen am Garagentor fest. Ja, ich kam doch aber mit der Fernbedienung von innen. Ja, ging er immer ab. Ja, wäre ich auch sauer gewesen. Nicht? Dann haben wir das abgestellt. Von da an waren wir unzertrennlich. Ich habe dann immer sein Bällchen geworfen, 200-300 Mal am Tag. Auf die Wiese, in den Wald, auf die Autobahn. Scherz, Scherz. Na, heute ist er alt. Nicht? Wenn ich heute das Bällchen werfe, dann geht's nur noch. Also hocke ich mich so vor ihn und versuche mit dem Bällchen direkt ins Maul zu treffen. Und wenn er dann hat, dann scheint das alte Jägerfeuer noch einmal aufzublitzen. Die Augen scheinen zu sagen, ich kann's noch. Und jetzt hol den Ball raus, ich krieg keine Luft mehr. Ja. Wir mussten natürlich auch irgendwann kastrieren lassen. Ja, das ist nicht schön. Das ist nicht das, was man einem guten Freund antun sollte. Ich weiß noch, ich kam mit ihm vom Arzt. Er war noch so im Schum von der Betäubung. Kommt so langsam wieder zu sich. Will sich lecken, wie gewohnt. Ha 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 ha!
und guckt mich so an. Mit diesem Blick. So als wollte er sagen, Jürgi, hast du nicht zufällig irgendwo meine Klöten gesehen?